liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tachauch. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Deutschland gilt als Brutland. Das, denke ich, ist jedem bekannt. Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund 85 Kilogramm sind wir Europas Spitzenreiter. Aber nicht nur das, auch die Sortenvielfalt in Deutschland sucht weltweit ihresgleichen. Denn in keinem anderen Land gibt es so viele verschiedene Brotsorten wie bei uns. Laut deutschem Brotregister sind es derzeit knapp 3000 erfasste Brotspezialitäten. Bei mir in der Sendung, da geht es heute allerdings um eine ganz besondere Sorte, nämlich um das Pumpernickel. Traditionell hergestellt wird es hier in der 10.000 Einwohnergemeinde Emsbüren im westlichen Niedersachsen, wo ich mit Sicherheit auch erfahren werde, warum das Pumpernickel eigentlich so heißt, wie es heißt. Traditionell hergestellt heißt natürlich in einer Mühle und da befinde ich mich gerade und nicht nur in einer Mühle, sondern auf der Galerie und zwar von der Enkingsmühle. Und Günther Enking, wie der Name schon verrät, ist der Inhaber. Hallo Herr Enking, ich freue mich hier zu sein. Ja, hallo Frau Steinacker. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie als ausgebildeter Müller, da kann ich mir vorstellen, es ist heutzutage sehr, sehr selten, dass ein Brot noch aus einer echten Mühle kommt. Da sind Sie bestimmt stolz drauf, ne? Ja, natürlich. Wer hat sowas schon zu Hause? Und wir machen das jetzt schon seit 3 Generationen. Mhm. 1802 ist die Mühle hier erbaut worden, dann ist sie 2002 nochmal richtig restauriert. Ist sie voll funktionsfähig? Ja, wir haben die 2002 wieder völlig restaurieren können. Sie hat also die ganze Technik neu bekommen, aber leider haben wir ein etwas größeres technisches Problem und das kann ich jetzt nicht so schnell beheben. Da müssen mir viele Leute helfen, sprich der Landkreis Emsland und auch die Gemeinde Emsbüren. Hier wird jetzt ausschließlich Pumpernickel produziert. Warum reizt Sie das Pumpernickel so? Warum hat man sich darauf geschmissen? Ja, ich habe es ja von meinem Großvater, sprich meinem Vater, übernommen. Wir machen es jetzt schon seit 3 Generationen und ausschließlich Pumpernickel. Aber warum gerade Pumpernickel? Weil mein Großvater 1927 hier diese Mühle gekauft hat. Hier war ein Schrotgang. Zu Pumpernickel braucht man Schrot, Roggenschrot. Und der ist also schon 1927 mit dem Brotbacken, mit dem Pumpernickelbacken angefangen. Gerade weil er auch diese Schrotgänge hier hatte. Und kann man sagen, dass es einfach, ich sag mal, von der Brotsorte her einfach ein relativ einfach zu herzustellendes Brot ist? Ist das auch ein Grund? Ja, klar. Es hat also keine hohe Anforderungen. Rezeptur kann ich verraten, ist Roggenschrot, Wasser und Salz. Wir arbeiten also ohne Hefe, ohne Sauerteig, ohne Konservierung. Ist ein ganz simples Rezept. Bloß die Verfahrensweise, da machen natürlich viele Bäcker machen das und jeder hat seine eigene Verfahrensweise. Und jeder hat seine eigene Note mit seinem Pumpernickel. Die Frage, die sich aber, glaube ich, allen auch ganz zu Anfang stellt, warum heißt denn das Pumpernickel eigentlich Pumpernickel? Das ist eine gute Frage. Da gibt es also mehrere Geschichten. Die eine, als Napoleon hier durchkam und man gab Napoleon dieses Brot zu essen und er hat gesagt, das soll ich essen, gibt es mein Pferd. Übersetzt hieß das Bon pour, gut für, sein Pferd hieß Nickel. Aus Bon pour Nickel hat man Pumpernickel gemacht. Mhm. Die andere Geschichte, man kann zu diesem Brot auch Pupsehani sagen. Warum? Das ist ganz simpel erklärt. Pumpernickel hat sehr, sehr hohe Ballaststoffe. Man kann von diesem Brot ausgezeichnet gut pupsen oder pumpern. Und der Nickel war früher nichts anderes wie ein alter Heini, ein alter Kauz. Und man wollte dieses Brot nicht Pupsehani nennen, hat man es Pumpernickel genannt. Wahnsinnig lustig. Liebe Zuschauer, jetzt wo wir auch das wissen, können wir uns natürlich dem eigentlichen Brot widmen. Zu Beginn führt es uns natürlich direkt in die Mühle und zwar in die erste Etage. Hier ist es schon ziemlich laut. Wie geht es jetzt eigentlich los, Herr Enking? Was passiert als erstes? Ja, wir müssen das Getreide ja sauber kriegen. Wir können ja kein dreckiges Getreide in dieses Pumpernickel schmeißen. Hier haben wir Siebe, die den Dreck raussieben. Ist eine ganz simple Maschine, ist 1967 schon gebaut worden. Die Körnung wird immer feiner, das heißt, wir haben in dem ersten Fach haben wir Stroh, was rausgesiebt wird. Dann fällt der Sand heraus, kleine Steine fallen raus. Und so kriege ich das Getreide dann sauber. Die Maschine macht auch sehr viel Wind. Ist das auch nützlich dazu, zu diesem Reinigungsprozess? Ja, der Wind ist dafür da, dass die ganz feinen Staubpartikel rausgesogen werden oder rausgeblasen. Und so war es aber nicht früher. Also das hat man früher tatsächlich noch manuell gemacht, ja? Ja, wir haben zur Demonstration haben wir noch so eine alte Maschine. Früher wurde das von Hand gemacht. Da wurde von Hand so eine kleine Maschine, so eine Holzmaschine gedreht. Im Prinzip funktionierte die genauso. Dort sind auch Siebe, die immer feiner werden und der Dreck wird ausgesiebt. Was zum Beispiel ist der Dreck? Weil wir sehen hier diese Säcke hängen, da kommt ja im Prinzip alles, was Ausschuss ist, rein. Ne? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, da sind zum Beispiel fremde Getreidesorten oder wir haben Stroh, wir haben kleine Steine. Und so sieht das Getreide, das Korn dann im Prinzip aus, wenn es gereinigt ist. Welches Getreide wird ausschließlich verwendet? Roggen. Roggen. Warum? Weil es gewisse Eigenschaften mitbringt? Ja, Pumpernickel mit Weizen kann man nicht backen, dann haben wir kein Pumpernickel. Pumpernickel wird nur mit Roggen hergestellt.
Und das Getreide, wo beziehen Sie das her? Kommt das aus der Umgebung? Das kommt aus der Umgebung. Mittlerweile kaufen die Genossenschaft für uns ein. Wir brauchen im Jahr ca. 250 Tonnen Getreide, welches die Genossen für mich lagern. Ich selber habe draußen Silos, ich kann hier 40 Tonnen lagern. Und dieser Prozess des Reinigens, der findet im Prinzip einmal statt. Also das Korn durchläuft quasi eine so eine Reise, bis es dann vorne rauskommt. Ja genau, das wird jetzt gereinigt, wird gleich hochbefördert zur Mühle, wird geschrotet und bleibt dann in einem Silo. Und da haben wir dann direkten Zugriff bei uns in der Backstube von. Nachdem das Roggenkorn jetzt gereinigt wurde, kommt es in die dritte Etage, denn da sind wir jetzt, Herr Enking. Was passiert jetzt genau? Ja, hier wird das Getreide geschrotet. Ist eigentlich eine ganz simple Maschine. Wir haben, nachdem wir es gereinigt haben, wird es hochbefördert mit Elevatoren. Elevatoren sind so Körbchen, die fahren das Getreide bis zur vierten Etage hoch. Dort schmeißen sie das Getreide wieder in die Mühle, wird geschrotet. Die Elevatoren fahren wieder runter, holen das nächste Getreide. Es geht wie so ein Paternoster hoch und runter. Hier sehen Sie die Mühle, hier wird es grob gebrochen und fällt dann weiter runter zu einem Silo. Und somit habe ich also jeden Tag mein frisches Getreide direkt aus der Mühle. Und die Unterscheidung ist zu machen, es wird nicht gemahlen, sondern nur geschrotet. Ne? Was ist da der genaue Unterschied? Ja, Schrot ist nur grob gebrochen und wenn ich Brot backe, brauche ich Mehl. Und Mehl ist ganz was anderes, ist ganz fein und dort werden auch viele Sachen ausgesiebt und weggetan. Wir haben also wirklich nur das komplette Korn, was hier verarbeitet wird. Und ist das historisch so bedingt, dass einfach, ich sage mal, das Getreide so eine Achterbahn durch die Mühle fährt, dass es erst von unten nach ganz oben geht und wieder andersrum? Ja, die Mühle hat ja eine Höhe von 20 Metern und wenn man auf die Historie geht, in der Mühle bezieht sich oder die ganze Technik zieht sich von oben bis nach unten durch die Mühle. Und heute nutzt man einfach auch den Platz, man braucht auch den Platz, um das Getreide sauber zu kriegen. Die Maschinen sind sehr, sehr groß. Und daher nutzen wir eben die Fläche nach oben hin. Das ist das Roggenschrot, was wir gerade schon gesehen haben. Jetzt wird hier alles vermischt. Was für Zutaten gehören dann ins Pumpernickel? Also wir verarbeiten nur Roggenschrot, Wasser und Jodsalz. Und diese andere große Masse, wir haben es gerade auch gesehen, da wird im Prinzip nochmal Pumpernickel mitverarbeitet. Warum ist das wichtig? Ja, das ist unser Restbrot. Muss man dazugeben, um überhaupt Bindung an den Teig zu bekommen. Wenn wir nur Roggenschrot und Wasser vermengen, kriegen wir keinen Teig. Das sieht wahnsinnig viel aus. Was kommt an Menge so zusammen in so einem Kessel hier? Das kann ich nicht sagen. Wie Sie sehen, mache ich es nach Gefühl. Ja, der Roggenschrot kommt direkt aus der Mühle, haben wir ja gerade frisch gemahlen. Ja. Und das Wasser lasse ich so dazu laufen. Das sind einfach Erfahrungswerte. Ich darf jetzt hier nicht mal weglaufen. Ich muss also hier stehen und schauen, damit wir ein gewisses Maß haben. Und ich fühle immer auch wegen der Konsistenz. Das heißt, wie muss ich das anfühlen? Fluffig. Nein, also das hat man einfach im Gefühl. Das ist ein sehr, sehr weicher Teig auch. Gibt es ein ausschlaggebendes Pumpernickel-Rezept oder unterscheiden sich die vielleicht auch, die man im Handel findet, so ein bisschen voneinander? Es unterscheidet sich eigentlich nur dadurch, dass der andere mit Sirup arbeitet. Das machen viele, um das Brot süßer zu kriegen. Jeder hat seine eigene Rezeptur und seine eigene Note. Wir machen es einfach nur Natur, das heißt nur Schrot, Wasser und Salz und es ist eigentlich süß genug. Das ist das altbewährte Rezept, was ja schon seit Jahrhunderten im Prinzip dann dafür verwendet wird. Da ist es also auch nicht nötig, dass man es in irgendeiner Form, ich sag mal, der Neuzeit irgendwie anpasst und verändert? Doch, das habe ich gemacht. Und zwar hat mein Großvater und meine andere Generation, das heißt Vater und Onkel, die hier gearbeitet haben, die haben nur mit Roggenschrot und Wasser gearbeitet. Die haben ohne Salz gearbeitet. Ich bin dann in den 90er Jahren auch mit Salz angefangen, um der Sache ein bisschen eine andere Note zu geben. Man isst ja eigentlich Brot zum Abendbrot oder zum Frühstück. Und gerade im Sommer wird abends auch dann eher mal andere Sachen gegessen. Das sehe ich selber auch. Aber Pumpernickel wird hauptsächlich auch im Winter gegessen. Und wie lange muss das Ganze jetzt hier mischen, dass die Konsistenz stimmt? Circa 20 Minuten. Darkness falls away if you feel the way I feel, and I believe we have the answer.
Sie sehen, es geht weiter. Die Anlage ist sehr praktisch, denn sie vermischt den Teich nicht nur, sondern sie bringt ihn auch gleich in die entsprechende Form. Was sehen wir hier? Was wird jetzt im weiteren Verlauf gemacht? Ja, die Teiglinge werden ganz kurz in Kleie gerollt, damit man sie anfassen kann. Der Teig ist sehr, sehr weich, werden in diese Form gelegt, dann werden die in diese Eisencontainer gestellt und anschließend gehen die dann in den Ofen. Diese längliche Form, hat sich die bewährt oder gibt es einen Grund für diese längliche Brotform? Die hat sich bewährt. Erstmal machen wir die schon seit eh und je. Und eine lange Form kann man besser schneiden. Man hat nicht so viel Restbrot. Man schmeißt ja eigentlich nur die Kantenstücke weg, weil die ungleichmäßig sind. Je länger das Brot, umso bessere Scheiben habe ich. 5 Kilo wiegt jetzt ein so ein Brot, das hatten wir gerade schon besprochen. Das ist sicherlich aufgrund, ich sage mal, des totalen Körnergehalts, weil da ist ja viel mehr nicht drin, auch sehr nahrhaft, ne? Sehr, sehr gesund, oder? Ja, klar. Hat also sehr, sehr hohe Ballaststoffe. Das Getreide, sprich der Roggen, wird komplett verarbeitet. Da wird nichts ausgesiebt, die Schale bleibt da drin. Das wird einfach nur grob gebrochen. Und Sie wuppen das hier zu viert? Zu viert machen wir das, ja. Man sieht, Sie sind alle sehr gut aufeinander abgestimmt. Es herrscht die Handarbeit vor hier bei Ihnen, ne? Ja, bei uns wird alles noch mit Hand gemacht. Das hat einmal damit zu tun, wir haben alles sehr, sehr alte Maschinen. Die sind schon teilweise über 40 Jahre alt. Man kann also zeigen, man kann auch mit alten Maschinen Qualität erzeugen. Und man ist einfach näher am Produkt. Ich kann auch neue Maschinen mit neuen Maschinen arbeiten, da läuft alles maschinell. Aber unser Betrieb ist noch so aufgebaut, dass wir sehr, sehr viel Handarbeit machen. Toll, und jetzt haben Sie den Ofen auch schon im Hintergrund gesehen und angesprochen. Wie genau läuft dieser Backprozess ab? Ich glaube, das ist ja auch die Besonderheit, ne? Ja, das sind spezielle Öfen. Wir backen unser Pumpernickel bei niedrigen Temperaturen, bei 120 Grad, aber dafür sehr, sehr lange. Es backt also 24 Stunden. Warum ist es notwendig, dass die Temperatur so niedrig ist? Ja, aufgrund der langen Backzeit würde das Brot ja sonst verbrennen. Und die Öfen an sich, gibt es da eine Besonderheit, dass Sie das auch wirklich so lange durchmachen? Weil ich könnte mir vorstellen, das läuft ja auch irgendwie heiß, ne? Sind das nochmal spezielle? Das sind spezielle Öfen. In dem Ofen bildet sich Wasserdampf. Und da ist eigentlich wie ein Dampfbackkessel. Der Ofen ist zu, ganz dicht verschlossen. Und das Brot backt eigentlich im eigenen Saft. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, unser Brot muss jetzt ganze 24 Stunden im Ofen backen. So lange müssen wir Gott sei Dank nicht warten. Wir machen nur eine kurze Pause, denn danach geht es mit dem Pumpernickel weiter, was bereits seit gestern im Ofen backt. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Ich bin heute in Emsbüren zu Besuch in Enkings Mühle bei dem dazugehörigen Inhaber Günther Enking. Und die Mühle, in der wir uns hier befinden, ist nicht zur Zierde. Hier wird tatsächlich noch traditionell Brot hergestellt. Und zwar nicht irgendeins, sondern das spezielle Pumpernickel. Herr Enking, wie ist das eigentlich? Unabhängig davon, dass Sie sich auf das Pumpernickel spezialisiert haben, wie kommt es eigentlich, dass es in Deutschland so viele Brotsorten gibt? Wie ist das mal entstanden? Ja, spezialisiert hat ja sich mein Großvater ja schon. Wir machen es ja in der dritten Generation. Und was kannte man früher? Früher kannte man helles Brot, ein Weißbrot, Weizen oder Roggen. Und die Leute aßen Weizenbrot. Um die Leute satt zu kriegen, haben die dunkles Brot dazu gegessen. Die Vielfalt kam daher, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Da kamen dann die schlauen Leute und sagen, ich kann auch aus Leinsamen oder aus Gersten Brot backen. Und so hat sich das entwickelt. Und mittlerweile haben wir weit über 3000 Brotsorten in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Wie ist es, in einem Brotland wie Deutschland auch da zu bestehen, als jemand, der einfach Brot traditionell noch herstellt? Also es wird immer schwieriger. Aber aufgrund unserer Tradition ist es natürlich ein Produkt, was regional sehr, sehr weit verbreitet und bekannt ist. Und der Kunde will es einfach haben. Und Sie, ich sage mal, in Ihrer Mühle, das ist ja doch schon was sehr Seltenes. Wie fühlt man sich eigentlich in so einem historischen Arbeitsumfeld? Ist das was Besonderes? Natürlich ist das was Besonderes. Man hat also eine richtige alte Windmühle, die wir jetzt in der dritten Generation betreiben. Mein Großvater war Müller, der hat sie gekauft. Und es macht tierisch viel Spaß, in so einer alten Mühle zu arbeiten. Das ist schön. Ja, und wir stehen hier auch nicht umsonst, denn hinter uns ist schon der Ofen. Und die Brote, die jetzt von gestern fertig gebacken sind, die warten jetzt aufs Rausnehmen, ne? Ja, genau. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Express yourself. Express yourself. You're doing it on the moon, y'all. In the jungle, too. Everybody on the floor, y'all. Jumping like a kangaroo. So
Ja, die ganz frischen Brote sehen wir hier, ist dampfförmig noch, es riecht richtig frisch. Was ist eigentlich ausschlaggebend für diese dunkle Farbe? Was passiert da? Also in dem langen Backprozess, 24 Stunden, wird das Korn verkleistert oder die Stärke vom Korn wird verkleistert. Und durch diese Zucker, die da austreten, wird das Brot dann dunkel. Das ist toll. Also ist es wirklich das markante Zeichen eigentlich auch für das Pumpernickel? Man weiß, man erkennt es daran. Es ist also wirklich nur der Backprozess dafür zuständig? Ja klar, hat ja 24 Stunden, hat es jetzt gebacken. Toll. Wie ist das von der Verbreitung her des Pumpernickels, wenn man selbst so in die Läden geht? Man sieht vereinzelt mal ein, zwei Sorten. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist das? Also Pumpernickel ist Brot der Westfalen. Wir in Norddeutschland oder wenn wir weiter nach Süden gehen, dort kennen die gar keinen Pumpernickel. Sicherlich sind dort vereinzelt Kunden, die auch Pumpernickel essen, aber Hauptabsatzgebiet ist NRW. Pumpernickel ist Brot der Westfalen. Und von der Beliebtheit her, wie würden Sie das einschätzen? Isst man gerne Pumpernickel? Haben Sie da so eine Entwicklung vielleicht auch feststellen können? Ja klar. Also Pumpernickel ist eigentlich auf dem aufsterbenden Ast, weil es von früher her viele alte Leute kennen, ältere Leute. Und die Jugend, mittlerweile haben wir natürlich auch Jugendliche, die das auch wieder essen. Aber ich sag mal, der eigentliche Pumpernickel-Esser, der stirbt aus. Wie viel ist das eigentlich so in der Umgebung? Haben Sie da eigentlich jemanden, der auch, ich sag mal, sich auf Pumpernickel so ein bisschen geworfen hat? Kann man das irgendwie zählen? Das ist bestimmt abzählbar, ne? Wie viel es da in Deutschland gibt? Also es gibt sicherlich auch Kollegen, die Pumpernickel backen, auch ungefähr so wie wir. Aber es macht es mit Sicherheit keiner, so wie wir, der sich spezialisiert hat, nur eine Sorte Brot zu backen. Als nächstes wird das Brot jetzt hier geschnitten. Die Pumpernickel liegen hier schon aufgereiht. Kann es sein, dass das Pumpernickel eigentlich das einzige Brot ist, was es nur in Scheiben zu kaufen gibt? Ja, das ist bei uns ja so, da wir ohne Konservierungsstoffe arbeiten, müssen wir das ganze Brot ja haltbar machen. Und ganze Brote kann man nicht haltbar machen, wir müssen es schneiden und dann portionieren. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, schneiden Sie mal so ein hartes Brot zu Hause mit dem Messer. Kriegen Sie gar keine dünnen Scheiben. Dünnen Scheiben, Sie sagen es schon, das fällt auf, dass die Scheiben wirklich wahnsinnig dünn sind. Ne? Warum macht man das? Weil das Brot einfach auch so schon so intensiv ist und so hart? Ja, also das hat viel mit dem Geschmack zu tun. Also dieses Brot sollte man dünn essen und den Aufschnitt dann dementsprechend dick auflegen. Das bringt den Geschmack des Pumpernickels hervor. Trotzdem, mir würde man, also wenn ich überlege und man hat ein Brot in Scheiben, würde man eigentlich denken, dass es vielleicht doch schneller austrocknet. Ist die Gefahr gegeben oder liegt das auch noch an der Verpackung, die da besonders ist? Also das Brot trocknet nicht aus. Alleine schon die hochwertige Verpackung. Es ist eine Alufolie, in dem das verpackt wird. Wenn ich zu Hause das Brot aufmache, lege ich es in den Kühlschrank, weil im Kühlschrank hat man keine Schimmelsporen und dort bleibt das Brot natürlich länger frisch. Man könnte meinen, die frisch verpackten Pumpernickel sind fertig, aber offensichtlich sind sie es noch nicht, denn sie werden nochmal in den Ofen geschoben. Warum ist das so? Ja, die müssen ja haltbar gemacht werden. Das wird pasteurisiert. Das Brot geht für 3 Stunden nochmal in den Ofen, wird auf 80 Grad erhitzt. Bei 80 Grad sterben die Schimmelpilze ab und somit ist es haltbar. Für mindestens 4 Monate. Interessant. Ist das generell so bei so einer Verpackung, bei dieser Art, oder ist das wirklich Pumpernickel eigen? Also es ist eigentlich Pumpernickels Rezept. Es gibt natürlich Kollegen, die arbeiten mit Konservierungsstoffen. Aber Konservierungsstoffe sind ja nicht geeignet. Warum eigentlich nicht? Was genau sind Konservierungsstoffe? Ja, also wir haben ein Naturprodukt und Konservierungsstoffe verfälschen die ganze Sache. Warum sollen wir Konservierungsstoffe reingeben, wenn wir die Haltbarkeit durch die Natur, sprich durch Erhitzen, auch so hinbekommen? So spart man sich einfach künstliche Zusatzstoffe, ne? Ja, natürlich. So ist es. Ja, das ist toll, liebe Zuschauer. Nachdem ich natürlich jetzt die ganze Zeit diesen köstlichen Brotduft vernommen habe, kann ich es kaum erwarten, nun auch zu probieren. Das Probieren, Herr Enking, wird sicherlich zur Qualitätskontrolle gehören bei Ihnen, oder? Natürlich, täglich. Wie häufig essen Sie privat noch Pumpernickel? Also auf dem Frühstückstisch ist es also jeden Tag dabei und natürlich abends auch. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir haben es jetzt hier schön mit Schinken schon garniert. Gibt es eigentlich, ich sage mal, eine Verzehrempfehlung? Was
eignet sich am besten zum Pumpernickel? Also da gibt es viele, viele verschiedene Sachen. Also Schinken ist natürlich eine sehr, sehr leckere Sache. Leberwurst, Käse nicht zu vergessen. Reibeplätzchen sehr, sehr gut. Also man kann eigentlich alles mit Pumpernickel essen. Würde also sowohl süß als auch herzhaft gehen? Natürlich. Ich bin sehr gespannt. Jetzt habe ich hier also noch das Pure ohne Verfälschung, sage ich mal. Probiere ich mal. Sie dürfen auch gerne. Dieses typische, leicht süßliche, finde ich, schmeckt man raus. Und es ist trocken, also man braucht immer was dazu. Natürlich, man isst es ja nicht so. So hat man aber diesen puren Geschmack. So weiß man, wie es schmeckt. Aber man trinkt ja auch immer Tee oder Kaffee dazu. Nee, aber richtig gut, unverfälscht. Ja, wirklich der pure, richtig so ein Brotgeschmack. So stellt man sich das eigentlich vor, wenn man da reinbeißt. Wie sieht das aus? Wo kann man das eigentlich bekommen jetzt, Ihr Brot? Also es ist ein regionales Produkt. Und hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen. Pumpernickel ist allgemein Brot der Westfalen. Man kann es also in ganz NRW eigentlich kaufen. Wir hatten es am Anfang auch schon mal erwähnt. Was lässt sich noch, ich sag mal, vom gesundheitlichen Aspekt sagen? Ist es gut? Kann man das empfehlen? Natürlich. Ernährungsphysiologisch? Klar, kann man es gut empfehlen, weil es halt sehr, sehr hohe Ballaststoffe hat. Mhm. Und so wie es oben reinkommt, kommt es auch unten wieder raus. Also es fördert die Verdauung. Es fördert die Verdauung, ganz klar. Das ist toll. Also ich bin sehr beeindruckt auch von der Kulisse hier, wie das alles aussieht. Sie haben sicherlich dann auch, ich meine, wir sitzen in Ihrem Café, sicherlich auch viele Besucher, die sich das anschauen, oder? Ja klar. Wir haben, nachdem wir die Mühle restaurieren konnten, ein kleines Mühlencafé gemacht. Wir haben hier Plätze bis 50 Plätze und wir machen viele Führungen. Mühle, Bäckerei, man kann hier Kaffee trinken und als Spiel, da wir Pumpernickel herstellen, eine Pumpernickeltorte entwickelt. Interessant. Die backen Sie auch? Die backen wir auch, ja. Entweder meine Frau oder ich, je nachdem, wer Zeit und Lust hat, macht hier die Torten. Das glaube ich, das finde ich interessant. Also ich kann es nur empfehlen, liebe Zuschauer. Man muss aber dabei sagen, es ist eine Sahnetorte. Viele kennen eine Pumpernickeltorte als herzhafte Torte, eine delikate Torte. Das ist bei uns nicht so. Wir haben also eine Sahnetorte mit Pumpernickel. Das ist schön. Also auch da sieht man wieder, dass es sich mit Süß sehr gut verträgt. Ja, klar. Toll, liebe Zuschauer. Ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. An dieser Stelle, Herr Enking, bedanke ich mich sehr herzlich. Es hat mir sehr gefallen, hier zu sein bei Ihnen heute. Gern geschehen, hat uns auch Spaß gemacht. Alles Gute weiterhin. Liebe Zuschauer, das war doch mal eine Brotzeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und wir haben so ein bisschen auch bei Ihnen den Geschmack wecken können. Wenn ja, lassen Sie sich schmecken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came to say hello.